So, moin Julian. Moin. Was geht ab, ey? Ja, endlich wieder hier. Ja. Lange hat's gedauert, ein paar Wochen Richtig. sind vergangen. Und jetzt bist du wieder am Start. Genau. Und hier im Podcast. Direkt mal Ja. hier vor unserem Hintergrund, nicht mehr Direkt, genau. in der Rundsitzecke. So sieht's aus, ja. Mega cool. Genau, für die Leute, die es noch nicht wissen, ich habe heute mal wieder einen Gast bei mir, Julian. Vielleicht hat der eine oder andere von euch ja schon den Podcast gehört über sein T3 Synchro. Also war ja eigentlich kein Synchro. Aber hört ihr dann im anderen Podcast, wenn ihr Bock habt, den anzuhören. Genau. Genau. Worum soll es bei uns heute gehen? Ja, Reise zum Nordkap. Ich glaube, der letzte Titel war irgendwas, ihr seid schon auf der Rückreise oder wir waren auf der Rückreise. Nee, wir hatten im letzten Podcast mal noch angefangen darüber zu reden, dass wir auf diesen Platz gefahren sind mit viel Schnee und Offroad und so weiter. Dann sind wir auf einen anderen Wir waren auf vielen Titel. Plätzen mit ganz viel Schnee. Ja, nee, genau. Und dann hatte ich eben mal gesagt, dass wir jetzt mal noch explizit einen Podcast machen über die Reise hoch zum Podcast, genau, über die Reise hoch zum Nordkap. Und darüber soll es heute gehen. Mal so ein Ja, sehr schön. bisschen. Wie waren die Straßenverhältnisse? Was ist dir passiert? Wie fährt man mit so einem etwas älteren Fahrzeug da hoch? Genau. Ja, genau. Also würde ich mal sagen, hauen wir jetzt das Intro rein und dann geht's hier gleich rund. Wir sind Steven Und Johanna? und wir haben uns gemeinsam 2019 einen Ford Ranger gekauft als Reisefahrzeug und einen der allerersten Canopy Camper europaweit. Den haben wir dann zu einem Camper ausgebaut mit allem, was dazugehört, Standheizung und so weiter und wollen damit die Welt bereisen. Aktuell sind wir so ein bisschen in Europa unterwegs und ja, mal schauen, wo es uns noch so hin verschlägt. Und damit herzlich willkommen in unserem Overlanding- und Reisepodcast. Hier sind wir wieder Juhu! nach dem Intro. Also, pass mal auf, wie gesagt, wir waren an dem Stellplatz an Silvester. Hat dir der gefallen? Ja, mega geiler Platz. War eigentlich Ja. mit der schönste Punkt irgendwie für mich auf der Tour. Ja, ist ganz witzig. Ich glaube, Landschaftlich und Co. absolut. Ich glaube, die Leute fanden das Video am langweiligsten. Tatsächlich den Teil, wo wir an Silvester standen. Ja, Manche nicht alle. ist ja nicht viel Action passiert, außer der Genau. Hinweg da zu dem Platz, irgendwie Richtig. Schaufeln, Ketten, alles was geht irgendwie. Richtig. Aber sonst ist da ja nicht Vor großartig Ort, viel passiert, genau. außer dass wir uns gut gehen lassen hatten. Ich glaube, das war für uns schöner als für die anderen, also die, wo zugeguckt hatten. Auf alle Fälle. Wir hatten auf jeden Fall echt einen hübschen dort. Jo. Richtig. Aber du hast hier nicht deine Sauna angemacht. Ja, Tudum. zu wenig Zeit. Nächstes Jahr Ja. vielleicht oder übernächstes Jahr Im oder Sommer irgendwann mal. dann. Genau. Ist auch nicht schlecht. Kann man nochmal hinfahren zu dem Platz. Ja, absolut. Lohnt Hatten sich wir auf immer jeden gesagt, Fall. dass wir im Sommer nochmal hochfahren wollen, ne? Vielleicht nicht, also nicht ans Nordkap, aber allgemein mal vielleicht auch norwegische Seite oder so. Nochmal. Das hätte ich Nehme ich auch mein echt Boot mal mit, dann Bock kann man ein drauf. Boot fahren. Ja, das wäre auch geil. Das ist ja auch cool. Ist das auch so ein altes wie dein Auto oder Das ist sogar noch älter. Also das ernsthaft? Boot ist eine Reimel V1700 von Alter. 1980. Alter Schwede. Aber Technikpaket ist von 2002, also Krass. Aber da ist brauchen ein wir gar neuer nicht weiter Motor. drüber reden, kennt Genau, sich eh keiner das ist aus. ein anderer. Weder ich mich noch, also du vielleicht schon, aber Ich ja, die aber anderen nicht. du sowieso nicht. Wenn da keine vier Räder drunter sind und ja, vielleicht auf dem Hänger, aber sonst dann interessiert die Leute das eh nicht. Genau. Nein, wie auch immer. Aber der Platz an sich war eigentlich echt cool, aber da können wir eigentlich schnell weiter, weil so spektakulär war das eben, wie gesagt. Also klar, wir hatten da echt einen schönen Tag. Wir hatten geile Polarlicht, das waren deine ersten Polarlichter, ne? Das waren die ersten, genau. Mega cool. Aber Und? die dann oben in Norwegen, die waren natürlich nochmal ein Tickchen geiler. Das war schon krass, als sie direkt über die Grenze gefahren sind. Genau. Sag mal, ich habe immer gesagt, hier fetten Respekt und Hut ab, so dass man die ganze Reise und die ganzen in der Summe, ich glaube von dir aus waren es 2000 Kilometer weniger, also 6000 Kilometer. Also ich habe am Ende der Reise irgendwie auch knapp 8000 Kilometer auf meinem Tacho stehen gehabt. Ob Krass. der richtig zählt, weiß ich nicht, aber ich glaube da schon. Also dass Ja, das das so kann in die schon sein, Region ja. ging, vielleicht irgendwie ein bisschen weniger runtergerechnet, was das Ding an Toleranz zeigt. Ja, aber Aber hier, sag sonst. mal, wie ist denn das? Weil, sag mal, mit Tempomat ist nicht bei dir Nee, und die ganzen Tempomat anderen funktioniert Sachen. gerade nicht, wie vieles aber im Auto. Die Großbaustelle hat es aber trotzdem gemeistert, diese Riesentour. Ja, absolut. Ja, vor allem du hast es gemeistert. Ja, ich habe ja keine andere Wahl gehabt. Also wir Ja, ist mussten ja so. nach oben fahren und extra Pause dafür machen ging nicht. Ja, Also ich finde das schon krass. Arschbacken zusammenreißen und los. Ich muss sagen, ich bin auch einen Tag mal, ich glaube, einen einzigen Tag bin ich auch mal alles gefahren, was du auch gefahren bist. Da, wo wir zum Haus waren bei René, als wir eingeladen waren, den Tag bin ich auch alles die ganze Strecke gefahren. Ich war so im Arsch am Abend. Ihr fahrt aber ein neu modernes Auto mit Ja. Sitzheizung und bequeme Sitze und Servolenkung und weiß der Geier. Der Ja, ist ne, Servolenkung aber muss ich fies, auch ne? Du haben. hast ständig einen gekühlten Kopf.
Genau. Da drinne. Nicht so warm wie ich. Da schläft man mal schnell ein. Tja. Ging auch. Also oh Mann, ey. Ja gut. Ja, ist so. Aber würdest du sagen, würdest du es wieder machen? Würdest du wieder mit so einem alten Fahrzeug so weit reisen und so viel? Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Ich habe das Auto wieder neu lieben kennengelernt jetzt. Was gut. Der wird jetzt auf jeden Fall mehr herangenommen. Der muss die Welt erkundschaften und Strecke machen. Dafür ist er auch da, ne? Dafür ist er gebaut worden, ja. Das ist kein Auto, was in der Halle stehen soll zum Angucken, sondern... Vor allem das Krasse ist halt, was ich mir mal denke, ne? Klar, viele Leute sagen so, haha, hier, keine Ahnung, ist ein voll altes Fahrzeug und damit kannst du auch nicht irgendwelche alten Reisen machen. Dann denke ich mir so, ey, bis vor ein paar Jahren war das halt so das Fahrzeug, wo Leute auf Reisen gegangen sind. Bis vor ein paar Jahren, bevor dieser ganze Busboom losging, war der T3 der meistgefahrene, glaube ich, Reisebus. Ob jetzt hier. Ja, oder auch Defender oder so eine Sache. Oder der alte Landcruiser, ist ja egal. Aber so, das waren halt die Reisefahrzeuge. Also diesen ganzen Luxus und Komfort, was man heutzutage hat, mit irgendwelchen, keine Ahnung, gut Einzelradaufhängung und so. Gab es vielleicht damals auch schon, aber. Selbst meiner hat Einzelradaufhängung. Also ist es nicht. Ja, aber wie auch immer, aber halt mit irgendwie, weiß ich nicht, Sitzheizung und den ganzen Kladderadatsch, so hatten die ganzen Fahrzeuge nicht unbedingt. Das stimmt. Deswegen, also ich glaube, dass wir einfach mittlerweile ein bisschen verweichlicht sind. Nee, ich nicht, weil du nicht, ich bin ja eben in der Baustelle losgefahren. Ich habe ja hier noch was gemacht und da noch was gemacht, unterwegs ein paar Schäden gehabt und. Richtig. Ja, trotzdem habe ich es gelassen gesehen, also. Ich finde es schon irgendwie cool. Wie gesagt, hatten wir schon mal davon. Ich finde den Charme einfach cool, so ein altes Fahrzeug, man kann ein bisschen was reparieren. Und das ist alles noch ein bisschen übersichtlicher, finde ich, als bei so Neuwagen, wo einfach alles unter einer Haube drunter steckt, so viel Kabel rein. Ihr neuen, modernen Leute, es geht gar nicht, aber das ist, ist nun mal so. Ja. Ich könnte mich nicht im neuen Wagen sehen, also ich müsste was Altes weiterfahren. Ja, ich hätte auch mal Bock drauf, irgendein älteres Fahrzeug kaufen. Also beim nächsten Tour, da tauschen wir mal so 1000 Kilometer die Autos, dann fährst du mal meinen Koffer und dann muss ich euer nehmen. Vielleicht muss ich da erstmal neue Autofahren lernen. Ich glaube, ich wette mit dir, dass wir irgendwie 100 Kilometer schaffen und dann schreist du und willst sofort wieder in dein Auto zurück. Also was ich sagen muss, hin und wieder mal fahre ich ja so krasse Neuwagen hier, so eine, also gut, wahrscheinlich lachen mich jetzt ein Haufen Leute aus, aber so eine Audi Q5 oder Audi Q7 oder so diese ganzen krassen Neuwagen, wo alles nur noch digital und Start, Stopp und schieß mich tot, nichts mehr. Mensch. Ich finde es so scheiße, ganz ehrlich. Ich finde die so scheiße, die Autos. Das wäre auch ein Grund, ich finde den neuen Defender cool, ich würde ihn mal nie kaufen. Ich finde diesen ganzen Schnickschnack scheiße so kacke. Ey, das ist aber das ist eine andere Generation wieder, die jetzt mit den Karren aufwachsen, die wollen alle nur noch Abstandswarner, Tempomat. So ein Schwachsinn. Also Tempomat ist ein Teil, was mega ist. Ja, würde ich auch nicht mehr hergeben wollen. Diese Abstandsgeschichten und Co., wo du das Lenkrad fast loslassen kannst und keine Ahnung, das Auto fährt selber, brauche ich auch nicht. Ist nicht meine Welt. Absoluter Schwachsinn. Hier, sag mal, nach wie vor immer noch kriegen wir richtig viele Kommentare, auch jetzt, wo wir wieder zurück sind, dass wir extrem doof sind, dass wir mit hier Beef Goodrich Reifen hier Alltrain-Reifen da hochgefahren sind und dass es ja gar nicht geht. Gelesen. Ja, und dass es ja gar nicht geht. Wir sind die Bösen, wir sind Verbrecher. Ja, richtig. Rote Karte, Freund. Was würdest du sagen? Also, was wir ja schon einen Unterschied gemerkt haben, wir haben ja ganz neue Reifen drauf gekriegt. Also, sie waren, keine Ahnung, ein paar hundert Kilometer auf dem Asphalt und dann auf dem Eis. Und wir hatten ja tatsächlich schon gemerkt, dass es einen Unterschied macht. Also, deine sind ja etwas älter, unsere etwas neuer. Genau, meine sind, glaube ich, grob fünf, sechs Jahre alt oder so. Genau, und unsere sind glauben jetzt dieses Jahr oder letztes Jahr, glaube ich, gefertigt worden, also Produktionsdatum. Da hatten wir schon einen Unterschied gemerkt, dass unsere, wie gesagt, nach wie vor, ich kann de facto jetzt nichts Negatives, nichts groß Negatives über die Reifen sagen. Ich würde sofort wieder die Tour machen mit dem BF Goodrich AT-Reifen. Ja. Klar, man muss ein bisschen aufpassen in manchen Situationen, aber da bereitet man sich einfach vor. Genau. Aber jetzt explizit mir extra nochmal einen Satz für da oben ein bisschen Eis und Schnee Winterreifen kaufen. Also ich persönlich, das ist meine Meinung, würde es nicht machen. Nee. Ich würde die AT-Reifen drauflassen und damit fahren. Ja. Also es war, wie gesagt, wir hatten ja teilweise echt wirklich richtig krass vereiste Straße, also wo einfach nur blankes Eis war. Da fängt man ja auch einfach mal an, so ein bisschen einfach zu bremsen und mal zu gucken, was geht. Was ja, man testet sich ran an die Situation. Genau, und ich muss sagen, ich war bis jetzt eigentlich echt überzeugt, also was heißt überzeugt, nicht negativ überrascht quasi, dass der Reifen extrem schlecht ist oder so. Man weiß, wie das Auto reagiert, also man hat sich dann darauf eingestellt. Also wenn jetzt jemand sagt, okay, er weiß nicht, wie sein Auto sich verhält, wenn es rutscht oder so, dem würde ich jederzeit raten, vernünftige Winterreifen und dann fährt man da vielleicht noch ein bisschen sicherer mit. Aber
Wir haben uns damit befasst mit der ganzen Geschichte. Wir haben auch mal in unterschiedlichen Situationen uns die Bedingungen angeguckt, auch mal unsere Autos in Grenzbereiche gebracht, um zu gucken, wie sie sich verhalten und wirklich darauf vorbereitet, dass wenn wirklich wir auf Eis fahren und man eine Gefahrenbremsung macht, ja, dann hatten wir von vornherein schon mehr Sicherheitsabstand oder haben die Geschwindigkeit reduziert und so. Klar waren wir dann vielleicht eins und zweimal irgendwie so ein kleines Verkehrshindernis für andere, aber wir Bist du sind sowieso als trotzdem, Tourist? genau, aber sind trotzdem sicher ans Ziel gekommen. Also die ganzen Kommentare, wo ihr seid doch bekloppt, mit einem BF Goodrich-Reifen durch die Gegend zu fahren im Winter, da kann ich nicht verstehen. Also. Nee, also vor allem, ich glaube einfach, dass diese Sicherheit, wo die ganzen Leute meinen, die du mit einem Winterreifen hast, ja, du hast ein bisschen mehr Grip, aber ich glaube, das ist eine vermeintliche Sicherheit. So, weil die ganzen Leute meinen halt, okay, ich muss nicht mehr aufpassen, ich kann rasen, ich kann fallen, haben ja auch ganz viele Leute geschrieben. Ja, hier fahrt mit 50, 60 km/h, geht den ganzen Leuten dort nur auf den Keks. Wenn ich meinen Winterreifen oder Nokia einen HKP Liter fahre oder sowas, dann kann ich easy mit Ja, 100 klar sind fahren. das ganz andere Situationen. Ja, aber Ja. dann, also ich sag halt, wenn du mit 100 auf so einer eisglatten Straße fährst, auch mit Winterreifen, dann ist es mindestens genauso gefährlich, wie wenn du mit 40 oder 50 mit All-Terrain-Reifen auf Genau, der Straße kommt fährst. eigentlich das gleiche bei raus. Richtig. Also letzten Endes, wenn du dann halt sagst, okay, ich fahre trotzdem meine 50 und nehme dann aber Winterreifen, vielleicht sogar auch noch mit Spikes, dann hast du halt viel mehr Sicherheitsreserve, klar. Aber wenn du halt einfach sagst, okay, ich pass auf, ich fahre gemütlich und vorausschauend, Ja. dann bin ich immer noch der Meinung, kannst du mit AT-Reifen da oben fahren. Sehe Also. ich genauso. Aber wie gesagt, am Ende entscheidet das jeder selber. Ja. Und guckt aber sein Wenn, Fahrzeug wieder heile zu genau, Hause hat. so sieht's aus. Ja, nee, du, wie gesagt, wir hatten ja beide auch gesagt, wir sehen es eigentlich nicht ein, Nummer 5 Reifen zu kaufen, weil wir haben ja beide Sondergrößen, also müssten ja beide dann 5 neue Reifen kaufen, Ja, vor die auch allem, aufziehen wenn lassen ich bei und mir so. die 16 Zoll Stahlfelgen nochmal kaufen müsste, müsste ich einen Kredit aufnehmen, so Ja. teuer wie der Scheiß aktuell ist. Ja, Und die wo soll man den Alufelgen ganzen Kack auch genauso. laden? Also von daher, nee. Nee, also wie gesagt, wir hatten ja auch beide gesagt, so hey, wir hatten ja viel darüber diskutiert und dann auch gesagt, hey, wir ziehen es durch, wenn es wirklich doof ist, dann kann man Worst Case immer nicht Versicherungstechnisch hat dort. der Reifen ja auch eine Zulassung, also Genau, ist das sprich, ein wenn irgendwie Winterreifen. was ist, er hat die Schneeflocke Genau. als Symbol drauf, das M&S-Kennzeichen. Ja. Also alles gegeben, was der Gesetzgeber auch in Deutschland irgendwie verlangt, also von daher. Ja, vor allem, wie gesagt, de facto ist halt so eine Sache, was ich tatsächlich mal spannend finde bei den Reifen, ist halt einfach mal, das hatte ich auch ganz klar geschrieben, wieso ich die Beef Goodrich Reifen gekauft hatte oder wir. Ich finde es halt einfach, weißt du, du musst ja sehen, zum Beispiel als Weltreisender oder als Langzeitreisender, als wir im Sommer da ans Nordkap gefahren sind, hatten wir hier unten irgendwie in Deutschland plus 25 Grad. Als wir oben am Nordkap angekommen sind, hatten wir minus 3 und Schnee. So, das heißt, wenn ich da mit einem Sommerreifen gefahren bin, weil alle Leute sagen, fahr in einem Winter einen Winterreifen und im Sommer einen Sommerreifen, dann wäre ich Ja. am Nordkap im Sommer bei Schnee quasi mit einem Sommerreifen gestanden. Und das ist ja noch schlimmer dann. Genau, und deswegen ist halt für mich die Sache mit einem AT oder mit einer AT-Bereifung mit Schneeflockensymbol und Matsch und Schnee quasi. Ist halt so eine Sache. Du kannst halt auf Geröll fahren, du kannst auf Straße fahren, in Matsch, in Schnee, in Eis. Egal in welche Klimazone du kommst, musst du halt nicht ständig irgendwelche Reifen Genau, wechseln. es ist ja ein Allwetterreifen dann so gesehen. Also er deckt Genau, alles ab. richtig. Ja, Ja, und genau. vor allem mit Winterreifen wären wir niemals in den Nee. Schneegebieten hingekommen, Auf wie keinen mit den Fall. AT-Reifen. Das wäre ein No-Go gewesen. Selbst mit Schneeketten am Ende, glaube ich, wären Nee. wir nicht so tief in die Stellplätze reingekommen, wie wir Absolut eigentlich nicht. vorhatten. Aber war ja gar nicht so viel Schnee. Ja, war ja nur halber Meter teilweise oder Ja. mehr als ein halber Meter. Das fand ich auch gut, wenn die Leute dann schreiben, hey, das, also, jetzt auch an die, wo den Podcast anhören, das ist kein Hate, ne? Also, es ist voll okay, wenn einer mir sagt, so, hey, keine Ahnung, 50 cm oder 60 cm Schnee ist nicht viel, das ist Kinderfasching, dann ist das völlig in Ordnung. Für uns persönlich, mit den Reisefahrzeugen, die wir hatten, finde ich, waren 50, 60 cm Schnee schon eine Ecke, ne? Ja, man soll mal mit dem Dacia Duster 4x4 irgendwie in so einen Schnee fahren. Ich glaube, der kommt nicht mal einen Meter Nee, weit und dann dann ist steht das Ende. Ding, dann Ja, deswegen, ist also es ich muss sagen, egal. für mich persönlich oder für uns war es eigentlich viel Schnee. Und ja, keine Ahnung, ich fand's geil. Wir haben echt extrem viele neue Erfahrungen gesammelt, vor allem da. Und ich würde es nicht mehr missen wollen. Und ich persönlich muss sagen, Feigen ist ja gerade das Nächste, weißt du, man muss ja auch langsam rantasten. Es bringt nichts, wenn du sagst, okay, super, das ist 1,20 Meter Schnee, ich fahr mal rein, dann machst du genau 3 Meter, reißt dir die Frontstoßstange weg Genau. und sagst dann, okay, ja, schade. Ja, aber sonst war ich immer das treibende Glied. Ne? Ich war derjenige, der gesagt hat, jo, wir Wir fahren fahren da da rein. rein. Und Ja, in bis dem es Moment, irgendwann wo du, schiefgelaufen ja, ist. bist du irgendwie immer Ja. die Entscheidung getroffen hast, jo, wir fahren nicht, da hatte ich schon irgendwie den Gang drin und bin schon losgefahren. Ja, Ja, wir mussten ein, zwei Mal buddeln und so, aber. ich glaube, das ist ein Unterschied. Ich glaube, das kommt daher, wir haben echt viele Reisen ja alleine gemacht. Also nur Johanna und ich.
Und das, wenn du nur mit einem Fahrzeug fährst, ja, da denkt man anders, da denkst du anders, nicht mehr rauskommt. Aber. Genau, da denkst du einfach anders. Das ist so, dadurch, dass du jetzt mit uns unterwegs warst oder wir das erste Mal, sag ich mal, zusammen unterwegs waren, ist das nochmal ein bisschen anders, gebe ich ganz klar zu. Also es ist so, wo du denkst so, ja, ist scheißegal, wenn, dann stecken wir halt da drin, irgendwas finden wir schon, irgendwie kommen wir ja wieder raus, ne? Aber wenn du alleine am Reisen bist, also nur mit einem Fahrzeug, da denkst du halt ganz anders, weil du denkst, okay, wir haben jetzt 22.30 Uhr, ich stehe mitten in der Heide, ich habe hier kein Handyempfang, wenn ich hier stecken bleibe oder die Karre versenkt, dann bin ich voll am Arsch. Genau. Und das ist halt so eine Sache und dann denkst du halt irgendwie eher nochmal fünfmal drüber nach, läufst du mal dreimal rein, checkst halt nochmal so das Wetter, guckst, okay, wie soll das Wetter die nächsten Tage werden, werden wir eingeschneit, haben wir Probleme, genau, das ist halt nochmal ein bisschen was anderes, ne. Aber es hat ja alles gut geklappt. Ja, na klar. Bis hier dann dein Kupplungszylinderhalter quasi. Ja, ein Jesse bisschen Kowski. Fund ist immer. Da war auf einmal weg und das war auch übrigens so eine Ich-will-in-die-Stelle-reinfahren-Aktion, ja, und auf einmal ging nichts mehr. Warum ist meine Kupplung gerade weg? Alter, ja, fein. Da war halt echt noch mehr Schnee, ne? Ja, das war ja mitten im Wald. Das war mitten im Nirvana. Irgendwo mitten im Nichts. Alter Lachs, das war richtig mitten im Nichts, ey. Aber okay, eigentlich. Wie sind wir da eigentlich überhaupt hingekommen? Wir waren ja zwischendrin noch am Nordkap und keine Ahnung was. Wie ging es denn weiter? Ich weiß nicht, wie das da in die Region ging. Ich weiß es nicht mehr. Es ist ja, wir sind ja dann, also von dem Stellplatz sind wir weg. Wir haben ja Silvester dort gefeiert, haben gut gegessen. Wir sind dann weitergefahren. Bei dem Stellplatz bist du jetzt? Ich dachte, bei dem Stellplatz, wo der Kupplungszylinder kaputt gegangen ist. Genau, wie wir da überhaupt hingekommen sind, weil da sind ja noch tausend Sachen zwischendrin passiert. Wir sind ja noch, wir haben ja noch unsere Standheizung verloren, also nicht im Sinne von, sie ist rausgefallen, sondern ach so, sie ist ausgestiegen. Wo die ausgestiegen ist, wo so ein bisschen Tür auf, ausgestiegen. Genau. Genau, das die war Funktion eingestellt hat, richtig. Die wollte nicht mehr, Standheizung war müde, wollte schlafen. Ja, wir auch. Ja. Das war so mies, ey. Liegst halt echt nachts im Bett, ne, und es ist so, kommen wir gleich nochmal auf ein anderes Thema drauf zurück, wo ich gerade drüber nachdenke, aber liegst du im Bett, dann gerade so am Schlafen und wir liegen ja direkt bei diesen zwei Klappen, wo es zugeht, direkt und über diesem Schlitz, ne? Das heißt, du hast immer deine Nase quer, mehr oder weniger genau über diesem Schlitz drüber, ne? Dann war ich so, okay, das riecht ein bisschen nach Abgase, ist das die Standheizung draußen? Ich sag so, na, ich war todesmüde, ne? Ich denk so, oh. Seit ich den Reißverschluss aufgemacht, nur so ein Stückchen, hab die Nase rausgesteckt, der ist so, nee, draußen riecht eigentlich alles super frisch, andere Seite, hinten, da quasi bei diesen Dingen, ja. Steck so, ach du Scheiße, steck meine Nase in diesen Schlitz und denk so, nein, nicht dein Ernst, wieso genau ist Abgas in unserem Auto drin, fuck. Aber da muss man auch mal gerade eingrätschen, also es ist jetzt, das passiert nur, wenn die Heizung wirklich von innen komplett zugerußt ist. Und bei dir haben wir ja festgestellt, ja, der Ansaugschnorchel von der Verbrennungsluft ist zugefroren. Dadurch ist die Verbrennung nicht sauber vonstatten gegangen. Genau. Und hat dann zugerußt. Liegt nicht an der Standheizung. Nein, also definitiv nicht an der Standheizung. Nee. Also ab einem gewissen Punkt, wenn die so zugerußt ist, dann drückt es einfach durch die Dichtung durch, weil die Dichtung das nicht mehr aushalten. Und dann. Ja, vor allem, wie gesagt, also wir haben ja jetzt wahrscheinlich rausgefunden, woran es liegt. Wir haben die Standheizung ja durchgehend laufen lassen. Und dadurch, dass man AdBlue-Fahrzeuge, also bei AdBlue-Fahrzeugen haut das ja mehr oder weniger Wasserpartikel raus. Genau, du hast feuchten Abgas. Und genau, ja, und das hast du auch gesehen unterm Fahrzeug, weil es komplette, also die komplette Pritsche unten drunter, genau da, wo die Abgase hingeballert haben, es war komplett alles zugeeist und überall diese Eiskristalle. Also es wird definitiv wahrscheinlich daran liegen. Ja, danach war es ja auch wieder, als die Temperatur als die Temperatur so ein bisschen wieder runterging und vor allem, es war ab minus 28 Grad kam das oder so. Ja. Weil ja auch viele geschrieben haben, ja, bla bla bla, russische Standheizung soll scheinbar immer und bla und jetzt ist sie ausgestiegen. Nein, das liegt nicht daran, wenn du die, also bestes Beispiel, deine Standheizung, du standest auch bei minus 28 Grad draußen. Die lief durch, 24,7. Ich habe die am 25. Dezember angemacht oder vorher schon, bevor es losging und ausgemacht irgendwie. Als wir zurückkamen. Naja, noch nicht mal, da lief es noch weiter, weil ich bin ja von da aus dann noch ein bisschen weiter durch die Gegend gegangen. Ja, richtig. Nee, aber nach wie vor, ich würde sofort die Standheizung wieder kaufen, das ist ein Tipptopp-Gerät. Ja, klar, du hast jetzt nicht so eine geile Erfahrung, dass bei minus 28 Grad deine nicht mehr geht. Ich hätte ja noch die Gasheizung gehabt, also wäre trotzdem warm gewesen. Ja, richtig. Nee, aber deswegen, also ich muss sagen, nee, tipptopp, super Standheizung. Wo ich eben drauf zurückkomme, richtig viele Leute, du liest ja auch immer die Kommentare unter unserem Video. Ein paar. Richtig viele Leute haben ja geschrieben, ob wir eigentlich komplett doof sind, bei minus 30 Grad lässt man das Auto an und macht es auf keinen Fall aus. Ja, aber warum? So, dann denke ich mir,
Also, das hat man vielleicht in den 80ern gemacht oder ja, so. Ja, vor allem, ich sag mal so, die Leute, die das runtergeschrieben haben, frage ich mich bei manchen, ob die wirklich bei minus 30 Grad schon mit ihrem Dieselfahrzeug irgendwo waren. Weil das hast du ja selber gemerkt, wenn du bei minus 30 Grad dein Dieselfahrzeug laufen hast, das stinkt wie die Hölle, das qualmt wie die Hölle und du qualmst komplett ein. Ja, vor allem, es bringt auch am Ende nichts, weil mein Auto hätte ja auch drin, den, ich weiß nicht, ob das schon in der Videoreihe war mit, wo doch, war ja glaube ich schon, ne, die Videoreihe, wo... Dein erstes oder dein zweites Problem? Oder? Da, wo er nicht anspringen wollte. Ja, das war schon drin, das, ja, die Nacht dann, mit minus 38 genau. Grad. So, das war ja auch nicht Problem vom Auto, vom Diesel, vom Motor, sondern das war einfach nur meine Batterie, die tot war, weil die Batterie beim T3 sitzt in der... Da, wo es eingefroren war. Genau, im vorderen Bereich, in dem nicht beheizten Fahrerhaus, im Zwischenboden unterm Sitz. Ja. Und die ist einfach... Der war zu kalt bei minus 38 Grad. Was ja auch verständlich ist. Vor allem ist so eine Sache, ne? Kann man ja wieder vorbereiten darauf mit Heizmatten, aber de facto, wie oft fährt man wirklich in Regionen mit minus 36 Grad? Also. So, da die Batterie ausgewandert ist, ging die Wasserstandheizung nicht, weil die auch da drauf geklemmt ist. Das ist schon gut. Unsere Heizung steigt aus, deine Batterie wandert aus. dann, aber nach dem Überbrücken lief der Koffer und dann ging es weiter. Ne? Ja. Also, danach hat die Batterie auch wieder das gemacht, was sie sollte. Der war einfach wirklich nur zu kalt. Ja, ganz davon abgesehen, wir haben ja gezeigt, also wir haben ja unsere Wasserstandheizung eingebaut, genau für so einen Grund. Und wir wollten das ja auch testen, weil viele Leute gesagt haben, was hättet ihr gemacht, wenn das Ding nicht mehr angesprungen wäre? Ja. Dann hätte man sich halt Hilfe geholt. Aber das war ja auch der Grund, wieso wir gesagt haben, wir wollen in so eine Region fahren, wir wollen ins Landesinnere einfach mal testen, wo ist das Limit von dem Fahrzeug? Das war ja auch so ein bisschen der Sinn und Zweck von der Reise, so ein bisschen zu gucken, wo liegt das Limit für unser Fahrzeug. Hätte ich das Fahrzeug durchlaufen lassen, hätte ich ja nicht gesehen, kriege ich so ein Fahrzeug wieder an bei minus 38 Grad, dann hätte ich nur gesagt, läuft so ein Fahrzeug durch bei minus 38 Grad und dass es das tut, wussten wir ja, weil es ist ja auch gefahren. Und de facto, wenn wir dann noch eine Starterbatterie gehabt hätten, die, ja, sag ich mal, neu oder super stark gewesen wäre, dann wäre das überhaupt kein Stress gewesen. Dann hätte ich unsere Standheizung, also unsere Wasserstandheizung angeschmissen und dann wäre das Ding ganz normal, und dann wäre das easy wieder angesprungen. Aber bei dir ist schon das Problem, du hast ein Euro 6 Fahrzeug, da steigt die Lichtmaschine schon mal aus irgendwie, also vom Steuergerät wird es abgeschaltet, dass sie nicht lädt. Und in solchen Regionen ist das natürlich dann tödlich, dass die, das aber, hat ja funktioniert alles bei dir. Genau, nee, deswegen ist ja so eine Sache, also das hat ja alles easy funktioniert und der Motor ist wieder angegangen und wir haben jetzt den Leuten gezeigt halt, dass man eben mit so einer Wasserstandheizung das Fahrzeug auf extrem kalten Temperaturen wieder ankriegt. Ist ja nichts anders wie bei den Skandinaviern, ihre DEFA-Heizung, die einfach halt über Strom. 220 Volt sich da elektrisch den Motor vorheizen, haben wir das dann eben nochmal über diese Wasserheizung gemacht, Genau, wo halt auch viele geschrieben haben, ja, wenn man in so eine Region reist, wenn man in so eine Region heizt, reist, dann muss man sich eine... Hinbeamen können wir uns nicht. Hinbeamen können wir uns nicht. Noch nicht. Dann muss man auch eine Standheizung über Landstrom einbauen und dann muss man auch, also hier diese DEFA-Heizung und dann bitte ausschließlich auf Standplätze stehen, wo 230 Volt vorhanden ist. Ja, aber wenn ich nach England fahre, baue ich mein Auto nicht auf Rechtslenker um. Das ist ja eigentlich in dem Sinne genau das Gleiche. Also Bullshit. Ist ja auch so eine Sache, wie gesagt, das ist einfach kein Hate, was wir jetzt hier machen. Das ist einfach so eine Sache, so mal ein bisschen damit aufräumen und halt einfach... Wir möchten halt, also es ist ja genauso du und wir ja genauso, wir möchten einfach so autark wie möglich sein und so möglich oder so gut wie es geht halt nicht auf andere Leute oder auf andere Sachen angewiesen sein und halt wirklich einfach, wenn du zum Beispiel nach Russland oder Moldawien oder Georgien oder sowas ins Hinterland fährst, weil da einfach de facto nichts ist, da gibt es auch keine Steckdose und dann möchte ich halt einfach dort auf mich selber gestellt wissen, okay, morgen früh auch bei minus 30 Grad schmeiße ich die Wasserstandheizung an, drehe den Schlüssel rum und dann geht's weiter. Ja. Genau, und das ist halt so ein bisschen auch mal eben klar zu gucken, wie funktioniert alles und geht das gut und wie auch immer und dann... Das funktioniert, haben wir ja festgestellt. Genau, ob es funktioniert, haben wir festgestellt, funktioniert. So sieht's aus. Genau, so immer so kleine Anekdoten zu unserer Reiseroute. Ja, und dann ging es eigentlich schon fast nach Ding weiter, ne? Wir waren an einem Stellplatz, wo dann eben die Standheizung ausgefallen ist. Am nächsten Tag haben wir sie übrigens wieder durchlaufen lassen und dann hat sie sich auch wieder freigebrannt und dann lief sie auch wieder. Genau, einmal den Ansaugschnorchel da sauber geklöpfelt und ein bisschen gebobbelt. Den Ruß rausgeklopft und als sie dann lief, wirklich freibrennen lassen. Genau, dann lief sie auch wieder. Ich glaube, den Ansaugschlauch haben wir auch ein bisschen zur Seite gelegt oder so, ne? War da nicht was? Nee, wir haben nur ein Stückchen nach oben gelegt, dass er nicht mehr... Ja, dass er nicht direkt irgendwie so... ansaugen kann da und so. Aber Ende der Tour hat es ja dann auch durchfunktioniert. Ja,
Tatsache. Nee, da gab es keine Problemchen mehr. Nö. Alles. Coolomatico. Genau. Genau, und dann sind wir hochgefahren über hier die Hochebene, schon ziemlich zügig über die Hochebene ans Nordkap. Der Worst Case, die Worst Case Nacht. Wo dann quasi extremer Schneesturm war, ja. Und immer so 30 Zentimeter als Schneewächten. Das war richtig. Das war eklig. Das war übel. Ja. Schon gesagt, das war echt die schlimmste Fahrpassage, wo ich jemals hatte bis jetzt in meinem Leben. Ja, für irgendwie gefühlt 50 Kilometer, 5, 6 Stunden irgendwie fahren. Das ist schon das war echt mies. Vor allem der Schnee kam überall rein, irgendwie durch den Wind. Also meiner ist ja nicht ganz so dicht mit den Türdichtungen und so wie euer Auto. Das war geil, als du geschrieben hast, das schneit in meinem Auto. Ja, kam der Schnee dann durchgefegt da irgendwie. Ja, das war schon krass. Also es war eine echte Situation. Da stand man dann an der nächsten Schranke, wo man dann echt so das Gefühl hatte, so okay, leck mich fett, jetzt schiebst du dann gleich das Auto weg. Wenn du so in deinem Auto stehst auf blankem Eis und dir denkst, okay, ich bin mir nicht sicher, wie lange wir hier noch stehen. Genau. Das war schon echt fein. Eigentlich klar bei deiner Karre. Also vom normalen Menschenverstand hätten wir da eigentlich schon sagen können, jo, wir brechen hier die Reise zum Nordkap ab und fahren einfach noch weiter durch Schweden und haben da ein bisschen Spaß, aber nein, wir wollten das. Wir wollten irgendwie mit Ach und Krach da hoch. Richtig. Das macht dir das Abenteuer aus. Genau. Ja, das war schon echt heftig, ey. Auch nachts dann, als wir da in Honningswag dann standen und so, das war schon brutal. Also war echt der heftigste Schneesturm, den ich auch bis jetzt jemals miterlebt hatte. Der Wind, der hat das Auto gut durchgeschüttelt. Ja, das war echt schon Wahnsinn. Aber ich muss sagen, trotz dem ganzen Wind und so weiter, das lief in dem Dachzelt echt cool eigentlich. Man konnte, also wir hatten ja damals in Schottland, wo wir waren, hatten wir noch diese normalen Zipverschlüsse, also diese Klingelreißverschlüsse. Was hatte ich Curry gemacht? Du bist echt ausgerastet bei Sturm und so. Ja, die Probleme habe ich ja zum Glück nicht. Genau, und wir haben die jetzt gechanged auf diese, ja, keine Ahnung, so, keine Ahnung, wie auch immer, so Vinyl-Dingers halt. Die klappern jetzt nicht mehr. Das ist echt geil, das kannst du jetzt echt auch relativ ruhig drin schlafen. Also machen wir nächstes Mal Kochrunde bei euch dann im Auto. Das war übrigens auch so mal so ein Kommentar, der angesprochen wurde. Warum war ja klar, dass wir dann irgendwie die Abende immer im Gypsy verbringen? Ja, was los? Wir können doch diese geile Rundsitzecke nutzen zum Chillen und Essen machen und Co. Wir müssen uns nicht zu dritt in den kleinen Canopy-Camper quälen. Ja, vor allem der Canopy-Camper ist ja auch nicht gedacht für 3 Personen. Das ist ja, vor allem, wenn ich da drinnen sitze, dann ist die Zweierbank schon voll. Also ihr hättet dann euch irgendwie auf die Küchenzeile setzen müssen. Ja, einer oben reinlegen, einer unten reinsetzen oder so. Ja. Die Achslast ist dann auch überschritten. Wegen dir oder wegen uns? Wegen uns. Okay, wegen uns. Ich spreche jetzt nicht auf mein Gewicht an, du. Miststück. Genau. Ich sag mal so, ich glaube, mit dem krassesten Notfall in Anführungszeichen, kann man da auch mal zu dritt reinsitzen, aber ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Es ist immer noch eigentlich ein Fahrzeug, wo man relativ viel Zeit außenrum verbringt und dass man drinnen sitzen kann mit Standheizung und relativ warm hatte, ist ja schon mal extrem krasser Vorteil, ne? Also deswegen, aber ich muss sagen, ich finde deine Rundsitzecke super. Also ich würde sie nicht mal missen wollen auf den nächsten Reisen. Ja, können wir gerne weiter nutzen. Ja. Aber hoffentlich dann in warmen Regionen, dann sitzen wir außerhalb vom Auto und nicht mehr. Brauchen wir deine Rundsitzecke ja nicht mehr. Nee. Tadam. Nee, aber die ist auch so super. Denke ich auch. Schon krass. Ich finde es immer noch krass. Ich weiß, das quatsche ich, glaube ich, auch jedes Mal an das Thema. Ich finde es immer noch krass, dass so kompakten Raum so viel Wohnfläche ist. Ja, da gibt es nicht viele Fahrzeuge auf der Baugruppe irgendwie in der Gewichtsklasse, die dieses Volumen an Wohnraum haben. Ja, vor allem ist halt geil. Aber alle, egal wer, ob es ihr beiden jetzt oder irgendwie alle anderen, die das Auto von außen sehen und dann mal drinnen waren. Ja, ist geil. Alter, was ist denn das hier? Das ist ja wirklich Zweizimmer, Küche, Bad, Platz ohne Ende. Fein, du kannst ja wirklich zu viert da drinnen fahren oder zu viert da drinnen leben, also sein. Alkoven musst ein bisschen kuscheln, da geht das. Hinten die Rundsitzecke, ja, was hat das für ein Bettmaß? 1,50 mal 1,90 oder so? Ja. Ich denke so, wie ihr Bettmaß irgendwie grob. Also es geht schon. Ja, die Küche ist natürlich alles kleiner, aber ja, ist ja normal. Ich bin zufrieden mit dem Platz. Fein klar, dadurch, dass dein Motor halt nicht vorne im Motorraum sitzt, sondern halt unterm Fahrzeug, hast du nochmal eine ganze Ecke Länge gespart. Klar, das bei uns kommt halt nur die Schnauze vorne mit seinem Motorblock und so, das nimmt halt nochmal extrem viel Länge, also bringt quasi Länge aufs Metermaß. Aber ja, ich finde dann das Konzept schon cool. Ich mag's. So, zurück zur Reise, wo waren wir stehen geblieben?
Honigspark. Wir sind ja morgens aufgewacht. Johanna hatte geguckt, ob wir da hochfahren können. Und da waren tatsächlich am Morgen, sah das noch alles ganz gut aus. Da war auch noch nicht so mega windig, noch nicht so richtig mega krass stürmisch. Ich glaube, eine Truppe, die erste Rutsche, ist, glaube ich, auch noch hochgekommen. Also wir waren dann... Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wir waren die ersten um 11, glaube ich. Okay. Oder? Nee, 9. Nee. Sind wir um 9 Uhr hoch? Wir sind um 9 Uhr hoch. Nee, wir sind später hoch. Sicher? Ja. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich könnte jetzt nicht meine Hand für uns freilegen. Also, ja, dunkel war so oder so da oben, aber... Ja, das ist so. Nee, ich glaube, wir haben wollten die zweite Tour mitnehmen. Das kann sein, ja. Weil die haben ja nur noch das runtergeholt, was da war. Also es sind nur noch Räumfahrzeuge nach oben gefahren, um da oben das alles leer zu machen wohl. Ja. Also ich bin mir nicht sicher, ich weiß nicht mehr. Aber eben als Johanna morgens geguckt hatte, hieß es, Straßen sind frei, Konvoi fährt. Als wir oben waren, hieß es, nee. Ja, Wetterverhältnisse, die ändern sich da irgendwie minütlich gefühlt, ja. Oder ja, minütlich sogar, ja. Ja, wir standen ja auch oben und dann war auch der Wind und das Wetter war echt krass. Also es hat da oben einen schon böse weggeschoben. Man hat es auch gesehen in dem Video, wo wir dann final mehr oder weniger oben angekommen sind. Da hat es schon echt gut durchgezogen. Auf jeden Fall. Und deswegen, ja, uns haben einige Leute gefragt, ob wir nicht eigentlich krass enttäuscht sind, dass wir nicht bis hochgekommen sind. Also die Leute, die jetzt den Podcast hören, wir haben es nicht bis ans Nordkap geschafft. Leider. Wir haben 25 Kilometer vorher, standen wir leider vor verschlossenen. Heute habe ich es richtig drauf. Vor verschlossener Schranke. Die letzte Schranke zum Ziel. Ja, ich glaube vorletzte ist es. Aber 25 Kilometer auf jeden Fall standen wir dann vor der Schranke, da ging es nicht weiter. Und für uns war dann quasi unser Ziel Nordkap an dem Punkt vorbei und dann, genau, ging es halt quasi um die Rückreise. Dafür, und, dass man bedenkt, dass ich irgendwie schon von vornherein, bevor wir losgefahren sind, eigentlich gesagt habe, jo, ich fahre nur bis Mitte Schmeden mit und bin da bis ganz nach oben mitgefahren. Ja, finde ich mega cool. War das schon cool. Also ja. Ich fand das jetzt nicht schlimm, dass wir da irgendwie zu diesem Touri-Punkt da irgendwie waren jetzt. Also für mich war das absolut nicht schlimm. Also nee, eher im Gegenteil. Ja. Also dieses Abenteuer, was wir da oben erlebt haben mit dem Schneesturm und Co. Ist cool, ist auch eine geile Erfahrung gewesen. Andere hätten es vielleicht irgendwie genau gegenteilig gesehen. Ja, auch definitiv, ein paar Tage später irgendwie waren genug Leute oben, was man so über Social Media und so gesehen hat. Ja, da die war hatten das wieder Wetter geiles super. Wetter und sind sofort hochgekommen und Co. Ja. Das waren auch übrigens meistens die Leute, die einfach nur mit der Fähre so weit wie möglich nach oben gefahren sind, um so wenig wie möglich Kilometer zu fahren. Ja, und die hatten dann das Glück, aber ja, egal. Ja. Der Weg ist das Ziel, ne? Genau. Ja, wie du schon im Video so cool gesagt hast, das fand ich echt super. Also wir hatten so viel geile Erlebnisse und so viel geile und tolle Momente. Das ist eigentlich scheißegal, ob man bis zu dieser Kugel kommt oder nicht. Wie gesagt, wir waren schon mal dort, das war mir auch völlig egal und man wusste das ja. Also als man losgefahren ist, wusste man schon, Punkt Nummer eins, wir wussten gar nicht, ob wir die Grenze drüber kommen wegen Corona. Also genau. Über die norwegische und finnische Grenze, das war Punkt Nummer eins, weil das war ein Hochrisikogebiet, was sich da entwickelt hat oder wie sich es entwickelt, war Punkt Nummer eins, wo wir schon gesagt haben, ey, vielleicht kommen wir wirklich nur bis Nordschweden und dann war's das. Allein da war ich schon extrem dankbar, dass wir überhaupt über die Grenze gekommen sind, dass sich das überhaupt alles so ein bisschen gelegt hat und entspannter wurde und wir dann überhaupt da hochreisen konnten. Ja, und wir schwupp waren mal zu Hause, hat Schweden und Co. alles wieder niedergelegt. Jo, ja. Wir sind jetzt wieder offen für alles, kommt her. Ja, war richtig geil. Aber wir hatten ja trotzdem Glück, also von daher. Genau, deswegen nach wie vor, ey, ganz ehrlich, für uns war super. Wir haben uns gefreut, dass wir überhaupt so weit hochgekommen sind und weder du noch wir sind enttäuscht gewesen, also alles super. Für uns war es eine super erfolgreiche Reise und meine ganz ehrlich, zwei Sachen, die ich sehen wollte, habe ich gesehen, also von daher, für mich hat sich die Reise so oder so schon gelohnt. Und vor allem, ich sag mal, bei 3800 Kilometern, 25 Kilometer sind ein sehr, sehr, sehr kleiner Bruchteil. Das stimmt, das ist eigentlich fast nichts. Genau. Wenn man sich's mal auf der gesamten Karte anguckt, dann ist das sehr, sehr wenig, was wir theoretisch mehr oder weniger nicht geschafft haben. Das haben wir dann irgendwie beim Buddeln wieder rausgebuddelt, die Strecke. Genau, richtig. Freigebuddelt an Kilometern. Genau. Nee, deswegen, aber letzten Endes muss ich sagen, es war auch bis zu dem Punkt hin eine super tolle Reise. Und dann sollte man sich vor allem, wenn man irgendwo hinfährt, als Overlander sich von solchen Momenten irgendwie nicht die Reise zerstören lassen. Nur weil man irgendwo nicht hinkommt. Das ist halt, Wetter kann man nicht verändern. Wetter ist halt einfach, wie es ist. Und ja, wenn man nicht näher hinkommt, war man zumindest bis dort, wo man war. Und gut. Genau. Relax, take it easy. Genau. Ich habe ja eh alles immer gechillt. Ja, genau. Also egal in welchen Situationen. Du bist immer tiefenentspannt. Auch in der ganz, ganz grenzlichen Situation, wo. Essen. Nee, nicht Essen. Ach so, okay. Wo ich mein Auto fast. Ja. Anderes Thema. Genau. Nächster Podcast. Was mit deinem Auto? So, fast.
passiert ist. Richtig. Oder nicht passiert ist, das ist richtig. Hier die Frage. Passiert oder nicht passiert? Das wissen nicht mal die, wo das Video geguckt hat. Sonntag, 10 Uhr. Nix da. Freitag, 12 Uhr kommt der Podcast. Ach so, immer. Ich dachte das nächste Video. Immer wieder freitags. Ja, stimmt, diesen Sonntag kommt das Video dazu. Der finale Teil. Oder doch nicht? Wer weiß, wer weiß. Na, wir lassen uns überraschen. Genau. Hätte auch eigentlich nur 4 geben sollen. Und jetzt gibt's schon 5. Ich weiß nicht, du sagst es mir ja selber nicht, du Strolch. Na klar, im Trailer kam noch 4-teilige Serie. Ich guck doch meine eigenen Videos nicht, also von daher, nein, Spaß. Stimmt gar nicht, du hast dich auch immer gefreut über die Videos. Genau. Ich mich auch. Die Family freut sich auch immer irgendwie, ja, das alles total zu cool. sehen. Ich muss sagen, seitdem wir YouTube-Videos machen, das ist eigentlich total super, weil es ist nicht so, dass du nach Hause kommst, alle so, oh, wann kommen endlich mal eure Fotos und wann kriegen wir eine Dia-Show und Reisebericht und keine Ahnung was, sondern sagst so, entspannt euch, es kommen die Reisevideos, irgendwann guckt sie euch an, alles gut. Ja. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr auch noch fragen. Das ist super, dann kommst du irgendwo hin und so, ah, oh, ja, wir kennen die Videos auch schon alle super, wissen schon, was ihr erlebt habt. Ja, auf jeden Fall. Das ist schon geil. Es ist ja eh eine neue Welt, also ja. Mit diesem Kamera hin und her und tralala. Ja. Aber naja, muss ich jetzt mit leben, jetzt habe ich euch an der Backe. Oder ging dir das auf den Keks? Wie kann man sich das, einfach mal so, kannst du ja mal erzählen, wie kann man sich das vorstellen, also ich hasse es, das zu sagen, aber ich bin ja auch kein YouTuber in dem Sinne, aber wie ist es mit einem YouTuber oder mit YouTubern unterwegs zu sein? Es ist am Anfang ganz, 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 ganz komisch, also man will immer irgendwie so um die Kamera rumlaufen, ja, nicht auf dem Bild sein. Ja, man muss das mögen, also ich habe dann irgendwie nach der ersten Woche war mir das alles egal, dann bin ich auch immer irgendwie komisch durchs Bild gelaufen oder habe hinter der Tankstellensäule hinterher geguckt und um die Kamera zu schauen oder so. Ja, aber sonst im Endeffekt ist es nichts anderes wie der normale Urlaub auch. Also ich würde das jetzt persönlich nicht machen wollen, ich hätte da kein Elan zu. Also Hut ab, ich fahre gerne mit euch mit, dass ich die Videos dann auch nutzen kann. aber ansonsten, nö. Es hat mich jetzt nicht gestört. Also im Endeffekt, es ist ja nur ein Bruchteil am Tag von dem Film, als wir wirklich zusammen verbracht haben. Also das war dann irgendwie morgens irgendwie ein bisschen was, irgendwie beim Wegfahren, beim Ankommen oder bei irgendwie actionreichen Sachen, wo man dann kurz die Kameras aufgestellt hat. Und 90% vom Tag haben wir einfach unser Ding gemacht. Also da waren ja die Kameras nicht mit oder wir hatten die Kameras ganz normal in der Hand. Also ich meine dann auch, um Fotos zu machen von der Landschaft, von Polarlichtern oder weiß der Geier was. Oder du hast gar nicht mitbekommen, dass wir gefilmt haben. Genau, weil ich noch schön geschnarcht habe. Richtig. Das fand ich immer das Geilste, muss ich immer dran denken, wo du irgendwann gesagt hattest, nach 4 Tagen oder nach 5 Tagen, hast du gesagt, sag mal, wolltet ihr nicht YouTube-Videos machen? Ich so, ja, na klar, warum? Ihr habt noch nicht gefilmt, was wollt ihr denn zusammenschneiden? Und ich dachte so, Alter, wir haben schon so viel gefilmt. Dann dachte ich so, oh nee, ey, irgendwie, wir haben echt viel zu wenig gefilmt. Ich bin echt mal gespannt, ob da was zusammenkommt, ne? Ey, als ich mal drauf gefallen, jetzt im Schnitt, ich dachte so, Alter, wie viel haben wir denn gefilmt, um Gottes Namen, ey? Ja, selber kriegt man das nicht mit irgendwie. Nee. Das ist so. Wie gesagt, das fliegt an einem vorbei, also. Mhm. Vor allem ist krass, dass ganz viele Leute sagen so, oh, ich hätte keinen Bock mit euch zu reisen, ihr würdet mir nur auf den Sack gehen, wenn ihr immer mit eurer Kamera hinterher rennt und so. Ich immer sag so, eigentlich, wir machen das also gar nicht so krass. Also ich persönlich kann es nicht bestätigen. Also wie gesagt, für mich ist das ja auch komplettes Neuland gewesen. Ja. Wir haben uns irgendwie Abenteuer Allrad kennengelernt, spontan gesagt, jo, ich komme mit. Dann haben wir irgendwie ein bisschen WhatsApp-Verlauf irgendwie gehabt. Naja, bisschen ist es vielleicht ein bisschen übertrieben, es war vielleicht ein bisschen viel. Ja, zum Ende hin des Jahres 2021 wurde es ein bisschen mehr, wo man richtig. Irgendwie schon mal so die Lage abgecheckt hat. Ja. Okay, versteht man sich nicht. Ja. Das war dann irgendwie schon so ein, denke ich mal, schon so ein ausschlaggebendes Kritik, wo wir gesagt haben, jo, wir verstehen uns. Der Preis hat es dann gemacht. Genau. Und am Ende, ja, genau. Eingekauft. Du musst mir doch Geld schulden hier. Ja, aber am Ende, ja, haben wir uns mega gut verstanden. Es war eine super geile Reise. Ich würde es jederzeit wieder machen. Also absolut. Von daher kann ich das, glaube ich, so als neutrale Person irgendwie sagen, dass mich das absolut null gestört hat, dieses Gefilme. Was immer so eine Sache, weil klar, wie habe ich ja schon gesagt, Julian, genau, Johanna und ich waren immer nur zu zweit unterwegs und klar, wenn der eine filmt, der andere Fotos macht oder so, dann gehst du gegenseitig nicht so ein bisschen auf den Keks so. Aber es war immer von so einer Sache, wo ich dachte so, oh, keine Ahnung, wenn wir mit anderen Leuten jetzt unterwegs sind, so, dann nerven wir die nur und, oh, keine Ahnung, deswegen auch wenn andere gesagt haben, so, ja, komm, lass mal zusammen reisen, war so, ja, willst du eh nicht, lass dir wohl gut sein.
Ja, vor allem irgendwie zum Rest der Reise hin habe ich ja dann auch schon irgendwie gemerkt, okay, er will das und das filmen, dann hat man da schon Rücksicht drauf genommen oder hat dann das irgendwie gleich schon so parat gelegt, irgendwie beim Essen kochen, dass er das besser filmen kann oder so. Also da wächst man dann irgendwie ganz schnell rein. Also ja, ist schon lustig gewesen. Ja, es macht schon Spaß. Es ist manchmal echt fein. Das Witzige ist, in dem Moment, wo man so richtig keinen Bock hat zu filmen, wo sich denkt, Alter, nimm die Kamera und schmeiß sie weit weg, ich habe so keinen Bock gerade auf eine Kamera. Das sind so die Momente, wo du nachher beim Schnitt denkst, ja Mann, zum Glück habe ich da ein Video von. Das sind echt, oder auch Johanna, muss ich sagen, echt Hut ab, dass sie auch da in der Nacht, wo die Standheizung ausgefallen ist, ich hatte echt Laune. Ich hatte echt, das hat man auch in dem Video nicht so ganz gemerkt. Bist du so eine kleine Prinzessin, ja. Ich hätte dir auch einmal beim richtig, Einkaufen, hätte ich dir wirklich einmal... Ey, was heißt Prinzessin, Alter? Sagt der, wo bei minus 28 Grad in seinem warmen Bomber in Unterwäsche sitzt, genau. Stadtheizung durchläuft und alles easy hat. Und ich bei minus 28 Grad mit Johanna ein Dachzelt. Häufig. Alter. Aber wie gesagt, das sind so Momente, da hast du echt keinen Bock und keinen Nerv, die Kamera rauszuholen. Das kann ich verstehen. Da sind auch andere Sachen erstmal wichtiger als irgendwie... Aber ich muss sagen, was echt heftig ist, was wir in der Nacht gemerkt haben, wie schnell bei minus 28 Grad das Auto auskühlt. Es war richtig bollenwarm da drin. Wir hatten plus 30 Grad unten oder plus 35 Grad da unten. Dann habe ich die Standheizung ausgemacht und ungelogen, innerhalb von 5 Minuten war es so arschkalt innen drin, dass der Atem, also vor allem mit Tür zu, ne? Innerhalb von 5 Minuten war es so arschkalt da drin, dass er Atem kondensiert hat. Und es ist wirklich arschkalt, weil dass wir uns richtig dick anziehen mussten. Das habe ich in meinem Koffer aber auch gemerkt. Irgendwie, sobald du mal irgendwie Durchzug gemacht hast, hier durchlüften mit beiden Dachluken auf, das wurde innerhalb ratzfatz. So ratzfatz kalt. Das ist nicht ohne. Nee, definitiv nicht. Und deswegen, also es ist schon krass. Muss man schon ein bisschen auf dem Schirm haben. Es gibt auch so Kandidaten, die sagen, alles easy, kann man auch ohne Standheizung machen. Kann man schon machen, muss man da echt Bock drauf haben. Genau. Da hätte keinen Bock drauf. Nee, da ich auch nicht. Dann bin ich zu doll Muschi. Ja, ich auch. Safe. Kann ich so unterschreiben. Nicht ohne Grund habe ich auch 4 Gasflaschen durchgenagelt. Aber wir haben auch viel gekocht, also da muss man sagen, also 4-5 Kilo Gasflaschen. Ja. So oft war jetzt die Gasheizung darüber nicht an, aber viel gekocht, viel das Wasser gemacht, für 5 Minuten Terrin und Kaffee und Hinweg. Tee, wollte ich gerade sagen, für Tee. Ja. So. Wir haben, glaube ich, echt viel, ich weiß nicht, ob der, ich hoffe, der Podcast war halt spannend irgendwie. Wir haben viel über Problemthemen geredet. Also über. Das ist mir gerade ein bisschen langweilig. Also ich empfinde das jetzt nicht als... Nee, als aber ich glaube, es war echt mal ganz gut, mit vielen Sachen aufzuräumen oder ein paar Kommentare aufgegriffen eigentlich. Das war ganz cool. So ein bisschen ein kleines Resümee gegeben über die ganzen Kommentare. Ich glaube, es war schon ganz cool. Das war auf jeden Fall so ein bisschen die Hinreise. Vielleicht kann man im nächsten Podcast noch ein bisschen was mitnehmen von der Hinreise. Aber ich würde sagen, wir beenden das ganze Ding jetzt hier. Und dann nächste Woche... Ja, was heißt nach Hause? Jetzt, heute gehen wir mal wieder erstmal ins Kino. Genau. Heute immer, wenn wir Podcast aufnehmen, irgendwie gehen wir ins Kino. Ich weiß auch nicht, warum. Ist das irgendwie ein besonders günstiger Tag, Donnerstag, Aufnehmtag? Ah, doch, Donnerstag ist Nice Price Day. Nice Price. Das kann sein. Eigentlich waren wir immer dienstags, weil dienstags war Kinotag. Aber Donnerstag ist, glaube ich, jetzt Nice Price Day. Deswegen gehen wir immer donnerstags. Da kommt es also her. Genau. Und jetzt wissen die Leute auch, Donnerstagabend, wir schieben das immer vor uns auf. Genau. Und dann Donnerstagabend. Richtig, Donnerstagabend. Noch ganz schnell genötigt. Ist man mal kurz zu Besuch hier. Also wir müssen noch mal ganz schnell kurz. Richtig, mal eben kurz noch. Jetzt sitzen wir hier eine halbe Stunde oder so. Morgen musst du auch noch mal vor die Kamera. Ach, fürs Video. Du es nicht. Am Was Sonntag. Hast du vor mit mir? Ja, wirst du dann sehen. Und die Leute am Sonntag. Oh je. Na dann. So, wie gesagt. Also, das war die Hinreise. Im nächsten Podcast unterhalten wir uns dann mal über die Rückreise. So lange muss noch da bleiben. Ja, mal gucken. Ja, muss. Na, schauen wir mal. Okay. Die Leute sehen es dann. Ich muss ja auch noch ein bisschen arbeiten. So ist es ja nicht. Ach. Auf Facebook bei dir siehst du, wie du auch schön arbeitest. Hier Fernsehen gucken. Genau. Also. So, dann, wie gesagt, vielen Dank fürs Anhören. Wenn euch die Videos interessieren sollten, die Reisevideos, dann schaut mal gerne auf unseren YouTube-Kanal vorbei, Steven auf Reisen. Da findet ihr unter Return to Arctic unsere Reisevideos. Mittlerweile gibt es 4. Diesen Sonntag kommt dann hoffentlich das 5. raus. Wenn ihr den Podcast hört, sind vielleicht auch schon alle 5 draußen. Deswegen einfach mal, wie gesagt, gucken. Da unter Return to Arctic könnt ihr euch unsere ganzen Abenteuer auch mal in Bild angucken. Und genau, wenn ihr auf Spotify und so weiter unterwegs seid, dann nicht vergessen, uns zu bewerten. Daumen drücken. Genau. Was noch? Dich drücken? Nee, heute okay, nicht. Okay, heute nicht. Okay, dann drückt jemand anderen, den ihr gern habt. Genau. Und wenn ihr Bock habt, auch noch drauf abonnieren. Drückt die Daumen, dass die aktuelle...
politische Lage sich wieder entspannt. Das ist ja nicht ein ganz so tolles Thema. Katastrophe. Reden wir über was anderes. Genau. Wir machen es Feierabend. Genau. Also, danke fürs Anhören und Tschüssikowski. Ciao, ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Wenn ihr noch mehr über unsere Reisen und Abenteuer erfahren möchtet, dann schaut auch gerne mal auf YouTube und Instagram unter Steven auf Reisen vorbei. Wir hören uns dann hoffentlich im nächsten Podcast wieder und bis dahin, happy travels!